Moin Leute und willkommen zu meinem New Let's Play und so weiter. So, immer sind wir mal wieder bei unserem Mob-Fallen-Dings und ich habe jetzt auch ein bisschen auf Minecraft-Wiki. Also es sollte drei Blöcke hoch sein, das ist es. Und jetzt habe ich noch herausgefunden, zwei, also hier zum Beispiel werden keine Mobs spawnen hier oben, was auch nicht so schlimm ist. Aber wir rechnen jetzt damit, dass 72 Blöcke weg ist. Das heißt F3 an. Und wir merken uns jetzt hier. Und sagen wir hier die. Ah, okay, wir sind auf X0. Das heißt, X72 muss ich gehen. Nach vorne. Perfekt. Und jetzt geht es hier weiter bis X72. Okay. Gut, das heißt jetzt sowieso erstmal. Jep, dann werde ich jetzt erstmal hier ein kleines Loch reinmachen. Bis X72, damit ich weiß, wie tief das ist. So. Aber die Viecher spawnen nur 72 Blöcke maximal entfernt davon. Wenn ihr das richtig gelesen habt, das heißt, ich werde 72 Blöcke hier tief reinbuddeln. Was bedeutet nichts, wenn wir dann noch weitermachen und. Ja, ihr wisst schon, ne? Okay, obwohl, das können wir uns eigentlich aufheben, weil es dauert eh noch, bis wir so weit angekommen sind. So, die zwei. Hier werde ich nicht wieder einen direkten neuen Kanal machen, sondern. Oder werde ich da. Das muss ich jetzt gerade mal überlegen. Soll ich da schon wieder einen neuen Kanal machen? Oder soll ich da doch lieber noch eins warten? Ich denke gerade nach. Man soll wohl allgemein mal überlegen, wie ich die jetzt da runterkriege in den Hauptstrom. Im Spawn-Bereich. Dann muss ich noch überlegen, ob ich dieses nicht doch hier so mache. Denke ich, habe gerade eine Idee. Ah, Moment. Ah, na, das ist erstmal nicht hier. Also, mir ist gerade eingefallen, dass die hier wahrscheinlich nicht runterspringen. Die laufen wahrscheinlich nur blöd oben rum. Also, mal hier so. Und die springen da halt nicht rein, wenn es so tief ist. Deswegen kann ich das einfach nicht ganz so tief machen. So. Ganzen Stein hier abbauen. Nerviges Gravel entfernen. So. Yep. Gut. Ah, verdammt. Das ist halt ein kleines Problem, dass ich nicht weiß, wie ich die alle platzieren muss, dass die auch richtig spawnen. Oder was ich halt für den Spawnraum machen muss. Das ist ein bisschen doof. Und das mache ich ein bisschen sehr. Muss ich nämlich jetzt einfach mal ein bisschen rumprobieren. Und jetzt ist nämlich die Zeit, wo ich nachdenken muss, einfach, damit ich, wenn ich dann das vergrößere, was ich falsch mache. So. Ah. So. Ist abgebaut. So. Decke eben wieder verschließen. Sagen, hier ist unser Zentrum dann irgendwo. Lass mal kurz mal warten. Genau, das muss selber machen wir jetzt noch hier. Ist nicht ganz so viel.
So. So. Gut. Gut. Jetzt ist die Frage, reicht der Spawnraum aus? Von da bis da sind es 6x6 Blöcke. Und da soll ich lieber 12x12 machen oder wie mache ich das? Ich denke mal 6x6 reichen aus. Sonst erstmal die Decke wieder. Ansonsten, wenn das hier unten nicht so klappt, wie ich will, dann kann ich immer nach oben einen Spawner machen, eine Monsterfalle machen, also einfach, ne, unter meinem Haus. 2 fehlen. Gut. Scroll da rein. Cool. Gleich mal einen Tester. Jetzt bin ich gespannt. Keine Ahnung, wo der herkommt, aber. Und? Jetzt da bin ich gespannt, ob es geklappt hat. Verdammt geiler Tester. Da muss ich mich selber jetzt gar nicht mehr opfern. So, mal gucken. Also verreckt ist er schon mal, aber. Wo ist das Zeug geblieben? Ich gehe mal kurz zurück. Anscheinend verbrannt. Halb so wild. Gehen wir wieder hoch. Und halt weiter Ausschau hier. So. Okay. Hier noch ein bisschen rein. So. Jetzt muss ich gerade mal scharf überlegen, wie ich jetzt hier weitermache. So, was ich dann hier. Gott, Erde. Widerlich. So. So. Dann hier die. Oh ja, das ist aber ganz schön wenig Platz. Oh, 5 Blöcke, das ist zu wenig. Vergiss es, da braucht man schon 2. Und dann ist aber perfekt, wenn man 2 freilassen immer dazwischen. Gemacht. So, die Erde schnell entfernen. Okay, während ich jetzt das mache, kann ich über das nächste Thema reden. So, jetzt gucke ich kurz auf meine Datei. Was haben wir denn heute? Was habe ich denn aufgeschrieben? Okay. Genau, also in letzter Zeit habe ich mir die Themen so ein bisschen von so einem asiatischen YouTuber geklaut. Ich weiß nicht ganz, wie er heißt. Also der ist schon deutsch, aber der ist halt asiatischer Herkunft und wie heißt er mal? Na, ist auch völlig egal. Auf jeden Fall wollte ich jetzt sagen, damit ihr vielleicht wisst ihr ja dann, welchen ich meine. Auf jeden Fall hat er darüber geredet, was er davon hält, wenn jetzt zum Beispiel einerseits Schlampen, also so Mädchen, die rumlaufen und sich von jedem Typen durchnehmen lassen, der irgendwie verfügbar ist. So, an sich, ich meine, gut, das ist ihre Entscheidung und da habe ich jetzt persönlich nichts dagegen. Ist mir eigentlich egal, ob es so Schlampen gibt, aber na, da ist er dann noch auf ein anderes Thema gekommen und so Kinderbeziehungen. Also jetzt zum Beispiel, dass weiß nicht, so 13-Jährige schon dauernd Sex haben. Oder allgemein, dass 13-Jährige schon Sex haben. Und da hat er gesagt, das findet er asozial. Und verdammt nochmal, ich muss ihm da richtig zustimmen, weil das Asozialste, was es gibt, sind wirklich
Welche, die, also, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich finde es voll scheiße, wenn jetzt zum Beispiel so, na, sagen wir mal, so ein 13-jähriges Mädchen kommt an und sagt, ja, ich hatte schon fünfmal Sex oder so. Ist das schon irgendwo asozial, weil, weiß nicht, das gehört sich einfach noch nicht in mein Alter, weil man weiß, auch wenn man jetzt zum Beispiel, man weiß natürlich schon irgendwie, was man tut, aber, und keine Ahnung, aber man kann die Folgen nicht überblicken und das ist halt einfach, es ist halt einfach scheiße. Und allgemein, sowas gehört halt auch nicht in das Alter rein. Mit sowas habe ich ja selber schon früher angefangen, mir Pornos anzugucken und auch solche Sachen, aber heute finde ich es auch nicht mehr. Ich bin jetzt mittlerweile 16, ja, und jetzt kann ich auch nicht mehr sagen, Mann, ich fand das jetzt toll, weil ich mit 9 schon mir mein da in DSF irgendwas angeschaut habe, auch Sportclips. Ja, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Ist einfach nicht mehr so. Ist halt irgendwann nicht mehr so. Irgendwo ist es nicht mehr so toll, weil im Grunde ist es halt scheiße, wenn man viel zu früh damit anfängt. Es gibt so viele Gründe dafür, ist halt auch, dass man irgendwie dann. Also, da ist ja auch gar kein Witz mehr dabei dran, wenn man mit 13 das erste Mal hat und dann eigentlich nur noch rumvögelt, die ganze Zeit. Was haltet ihr denn so von dem Thema? Bin ich echt mal interessiert, weil ich finde das, also ich finde zum Beispiel, was gehört sich einfach nicht, das ist asozial, wenn jetzt zwei 13-Jährige Sex haben oder allgemein, oder was auch krass, wenn jetzt so ein 16-Jähriger mit einem 13-Jährigen Sex hat, ist auch blöd. Finde ich alles ein bisschen scheiße. Ich gerne mal eure Meinung dazu wissen zu sowas. Ja, das wäre zum Beispiel so ein Thema. Und mich schreibt jemand in Skype an. Ja. Auf jeden Fall, das wäre ein interessantes Thema, wo man so drüber reden könnte. Also schreiben mal, ihr mal eure Meinung dazu abgeben könntet. Oder es würde mich echt mal interessieren, was ihr davon haltet. So, und was wäre für euch so das perfekte Alter fürs erste Mal so? Also ich würde sagen, so 16 ist eigentlich das perfekte Alter, so dass man anfängt mit Mädchen. Und ja. Andererseits ist es bei den Männern auch so, wenn jetzt jemand dann sagt so, oh, ich bin 18 und ich hatte noch nie, und dann sagen die anderen so, ja klar, wir sind 18, wir hatten schon voll oft, dann ist auch ein bisschen scheiße, dass der gleich der Loser ist sozusagen. Ich meine im Grunde, es gibt keinen Jungen, der sagen kann einfach ja, oder beziehungsweise sagen kann, oder, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, man in seiner Gruppe ist da, keine Ahnung, Schule oder so, ein Rauch, ich kenne das ja, ne? Und dann sagen alle, boah, die habe ich eine so geknallt, ne? Und dann fragt sich einer, ja, was war bei dir so mit Weiber? Und dann du so halt, oh, ich bin Jungfrau. Na, dann kriegst du natürlich, wirst du erstmal ausgelacht sozusagen, ne? Also ist vielleicht nicht direkt ausgelacht, aber ist es nicht so, dass man jetzt sagt so, boah, du bist Jungfrau, voll cool, ihr wisst, was ich meine, ne? Und genau, das ist eigentlich auch scheiße. Bei Mädchen macht das nichts, aber bei Jungen ist es so, Jungfrau, männlich. Das ist nicht so. Irgendwie. Ne? Dann denke ich mir, oh, das sollte doch eigentlich anders sein. Ich meine, noch nie die Sex gehabt zu haben, ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Ich meine, komm. Da ist ja nichts dabei. Also, da könnte man auch echt was verändern, so. In der Hinsicht. Aber. Naja gut, andererseits ist es halt einfach so und man wird nie was dran verändern können. Man könnte was dran verändern, wenn es gehen würde, aber es wird nicht gehen, weil es halt einfach so ist. Und naja, da muss man sich abfinden, ne? Aber ich schweife jetzt schon wieder ganz schön vom Thema ab. Na gut, das ist Let's Play, da darf ich ruhig abschweifen, wie ich will. Weil im Endeffekt klopfe ich ja eh eine Steine in Minecraft. Aber es gibt mir halt so zu überlegen, so die ganzen Sachen und natürlich, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, ja? Weil, keine Ahnung, nichts dazu. Das Ganze kann natürlich hier jeder sehen und das ist natürlich auch blöd, wenn man da sich. Ich sag das hier raus und ich weiß nicht, ich schneide jetzt auch nichts raus, wenn ich jetzt irgendwie mich verspreche und deswegen achte ich doch ein bisschen drauf, was ich sag so. Und sage jetzt nicht einfach so, keine Ahnung, Sex, was weiß ich, über Sex und Sachen und das sind eh so Themen, da kann schon mal heikel werden. Deswegen bin ich da lieber vorsichtiger. So.
Xbox noch nicht. Mich würde es halt aber einfach mal interessieren, was ihr so von dem Thema haltet. Sehr gut. So, einen Moment. So, eben was außerhalb des Games geklärt. Und jetzt da bin ich wieder voll dabei. Ich freue mich da schon auf eure Meinungen. Bin sehr gespannt, was ihr da so zu sagt. Und ja, jetzt lasse ich mich ja erstmal wieder runterschwemmen, fülle meine Eimer wieder auf. Also, Falle tötet schon mal, aber ich mache mir noch ein bisschen Sorgen. Einmal, dass der Drop hier einfach runterschwimmt und halt irgendwie hier nicht weitergeht. Das geht mir nicht unter, aber zum Beispiel, wenn es sowas runterschwimmt, dann geht es ja auch eigentlich. Also nicht, dass hier eine Stufen was liegen bleibt, das meine ich. So. Ich glaube, ich habe gerade was gesehen. Oder? Ich probiere das jetzt mal kurz bei mir aus. Ich bin da. Ich teste hier, bevor es dann irgendwie doch so ist. Also, wenn es jetzt so wäre, dann würde mir aber auch keine Lösung dafür einfallen. Ja, komm. Das geht ja nicht, verdammt. Dann mache ich es einfach anders. Das war hier oben. Obwohl, das kann ich hier gar nicht ausprobieren. Fällt mir gerade ein, ich bin ja kein Drop. Ich bin ja ein Zwei-Blöcke-Mensch. So, Buckets. Okay, das wäre so das eine Thema und könnt ihr auch gerne Kommentare drüber schreiben. Bin ich würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Oder was für euch das perfekte Alter so fürs erste Mal. Ja, und. Ja, genau, das war's so viel zu dem Thema. Jetzt gucke ich kurz. Das andere Thema war Mobbing. Ah, genau, Mobbing. Also hat er auch drüber geredet und na gut. Also Leute, Mobbing ist doch was richtig Schönes. Nein, das ist nicht. Okay, guck. Was ist Mobbing eigentlich? Wenn man sich jetzt vorstellt. Mobbing ist, dass ein Mensch ist anders als die anderen. Sagen wir, er sieht aus wie ein Streber, er trägt eine Brille und weiß nicht. Es sieht halt einfach aus wie ein Streber und ihr wisst genau, wenn ihr nicht wisst, was ich meine, es gibt wirklich solche Leute, die sehen halt aus wie Streber und ich kenne selber einen, ne Quentin. Ja, also ist halt so, ne, zum Beispiel, er wird jetzt nicht gemobbt oder keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, worauf ich raus will, ist, dass oft solche Leute dann eben ausgeschlossen werden, weil sie anders sind als die anderen und dann eben gemobbt werden. Ich hatte das selber schon. Natürlich. Das kann schon sowas deswegen sein, das ist richtig asozial manchmal. Das kann deswegen sein, weil Behinderte, weil die nicht richtig laufen können, werden die gemobbt. Oder es werden welche, weil sie asiatisch sind, gemobbt. Warum ich hier gerade immer wieder ins Wasser springe, ist mir auch ein Rätsel. Und das ist halt einfach scheiße. Also, es ist wirklich scheiße, wenn man Mobbing ist ja jetzt nicht so, dass man jemanden schlägt oder so, sondern es ist mehr. Oder schlägen natürlich auch, aber es ist halt dieses Psychische. Dass man jemanden in der Psyche fertig macht, sodass er einfach nicht mehr kann. Dass er sich eventuell auch umbringen will. Und das ist halt schon krass. So. Und naja, was auch ein großes Problem ist, dass es nicht richtig anerkannt wird. Also, sag mal, Mobbing, ja, das kann auch gar nicht so schlimm sein. Vor allem die Leute, die es noch nicht selber erlebt haben. Und ich kann dazu so nur sagen, Mobbing kann verdammt schlimm sein. Also, mittlerweile ist es natürlich nicht mehr so, aber früher, immer, weil ich auch ein bisschen dicker bin, also ich bin jetzt nicht unbedingt fett, aber ich bin halt dick. Und deswegen wurde ich halt auch oft gemobbt und keine Ahnung. Und ja, immer einen Grund gefunden. Und das hat auch weniger. Und da könnt ihr nichts machen. Wenn das einmal anfängt, dann habt ihr sozusagen die Arschkarte gezogen. Dann seid ihr richtig gestraft. Und ja, das passiert halt vielen Leuten und es ist nicht schön. Und wenn ihr so rumfragt bei euren Kumpels oder Freunden, ich denke, einige haben da auch schon Erfahrungen damit gemacht und die können euch sagen, das ist wirklich nicht schön. Und wahrscheinlich habt es auch viele von euch, habt es schon mal selbst erlebt.
Aber die Frage ist halt, was kann man dagegen machen? Das ist halt so unterschwellig und so als Außenstehender kann man das überhaupt nicht mitkriegen. Jetzt, wenn man ja eben als Außenstehender, also als jemand, der da überhaupt nicht, wie als Lehrer zum Beispiel, kriegen das ja meistens überhaupt nicht mit. Die Frage ist natürlich auch, kriegen die es nicht mit oder wollen sie es nicht mitkriegen? Warum wollen sie es nicht mitkriegen? Haben sie einfach keinen Bock, sich abzufinden damit, abzustressen damit? Denken sie, ach, das ist nicht so schlimm oder. Keine Ahnung, vielleicht merken sie es wirklich einfach nicht. Also ein paar Fragen, die ich gerne mal, also das würde mich auch mal interessieren, das denke ich, vielleicht ist auch bei jedem Lehrer anders. Mit dieser Mobbingkiste. Trotzdem sehr schlimm. So, eben das Ganze hier wieder voll machen. Gucken wir mal. Hier ist das. Ich glaube, es ist eine. Ne, 1 zu 4. 1 zu früh, meine ich. So. Okay. Guck ich mal kurz. Oh, gucken. Wie sieht's aus? Perfekt. Hier eben das rausholen. Also das mit Quentin war jetzt zum Beispiel, ne? Also. Das wollte ich nur mal sagen. Das war jetzt auch ein blödes Beispiel, aber wie gesagt, wenn ich was sage, ich kann es nicht rückgängig machen und ich werde es auch nicht aus dem Video löschen, weil das ist mir viel zu viel Arbeit, wenn ich alles, was ich falsch sage, aus meinem Let's Play lösche. Ich meine, dafür ist es ja auch nicht da. Let's Play ist ja einfach, dass man frei redet und das, was dann gerade in den Sinn kommt, einfach sagt. Naja, und dummerweise ist mir jetzt gerade kein besseres Beispiel eingefallen. So, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich damit sagen will. Genau, und denn einfach, was ich damit sagen will, ist nur, Mobbing stinkt. Mobbing ist scheiße. Und Mobbing ist eigentlich eines der dreckigsten Sachen, die einem passieren kann. Ich meine, wenn ihr mal eine Schlägerei habt oder so, ne, und dann gebt ihr aufs Maul. Dann habt ihr eine Verletzung nach ein paar Tagen. Habt ihr die Verletzung ist verheilt und ihr habt es vergessen. So, Mobbing ist anders. Mobbing bleibt euer ganzes Leben. Ihr werdet immer weiter, immer mehr, immer drüber nachdenken. Und das wird euch für immer verändern. Ich bin auch irgendwie sozusagen. Und das, auch wenn es komisch klingt, es verändert Menschen. Es verändert wirklich den Menschen, der gemobbt wird. Das verändert ihn komplett. Und dass das meistens, er wird zurückgezogener, er kann nicht mehr offen reden, er wird schüchtern, also und so, unsicherer. Dann, bei mir war es auch so, irgendwann habe ich dann halt gesagt, so, jetzt ist Schluss. Jetzt komme ich, bin ich dann in eine neue Schule gewechselt. Ich habe, ich weiß nicht, wie oft ich Schule gewechselt habe, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann gesagt, so, jetzt ist Schluss. Versuche ich alles Mögliche, dass ich in der neuen Schule dann nicht gemobbt werde. Ja, und dann irgendwie hat es dann auch hingehauen, so nach ein paar Versuchen. So, und ja, das war ein großer Erfolg. Gut, nur, tja, das Alte bleibt und das ist halt nicht so, man wird nicht mal zusammengeschlagen oder so und dann vergisst man es wieder, aber es bleibt einfach. Es wird immer in eurer Seele bleiben. Ihr wisst immer, dass ihr mal gemobbt wurdet, gewobbt vor allem. Und ihr werdet das nie wieder los. Also, vielleicht könnt ihr das irgendwie verdrängen oder anderweitig loswerden, aber so richtig, es bleibt halt immer irgendwie in eurem Kopf drinnen. Ich wurde mal gemobbt und tja, das ist halt, das ist scheiße. Das wird man nicht mehr so leicht los. So, jetzt muss ich gerade gucken. Das ist mal die ganze Erde hier weg. Das Eisen abbauen. So. Ich frage mich nur, was haltet ihr von dem Thema? Habt ihr schon mal gemobbt? Wurdet ihr schon mal gemobbt?
erzählen. Wenn ihr eine kleine Geschichte dazu habt, könnt ihr sie mir auch gerne erzählen in den Kommentaren. Ich lese mir das immer gerne durch und eventuell kann ich, oh, ich kann eigentlich auch wenig helfen, aber vielleicht kann ich ja doch irgendwie helfen. Wenn ich jetzt zumindest versuchen und versuchen werde ich es auch. Wenn ihr da gerade in so einer Kiste drin seid, irgendwo in der Kiste, dann kann ich da schon versuchen, irgendwie da Mut zu machen. Keine Ahnung, ich will eigentlich da helfen, weil ich habe selber gemerkt, so andere Leute fertig zu machen, ist das eine, aber es ist nicht viel befriedigender, anderen Leuten zu helfen. So denke ich das. Und dann werde ich das mir jetzt auch einfach so vornehmen, so, oder habe ich mir so vorgenommen, nachdem ich gemobbt wurde, oder nach, so, dachte ich mir, ich weiß, wie es ist, dass ich solchen Leuten auch helfe, also so versuche zu helfen, soweit es geht natürlich, nur ich bin natürlich auch nicht allmächtig und kann jeden, der gemobbt wird, sofort von seinen ganzen Qualen und Leiden befreien. Also ich bin kein Übermensch, aber ich will es halt versuchen. Weil ich eben das gesehen habe selber, wie scheiße das ist. Und dann habe ich denke mir auch so, naja, was ich denke, Mobbing-Typen fehlen, also die mobben, ist dieses Ding, sie können sich nicht in andere reinversetzen. Also sie können, das ist immer empathisch sein. Sie können nicht schauen, wie geht's dem anderen dabei. Und das ist im Grunde scheiße. Das ist scheiße. Ja, ganz eindeutig, das ist scheiße. So, eben ein bisschen Stein holen. Gut, so. Oh, sehr schön, da komme ich sogar hoch. Gut. Yep. Ah, und so denke ich mir das halt. Also, wenn diese Mobbing-Typen, also wenn die, wo mobben, auch mal sehen würden, was sie ihren Opfern antun, dann würden sie, glaube ich, okay, wahrscheinlich wissen die es sogar, aber trotzdem sollten die damit aufhören, weil das ist einfach, das ist krass, was das alles an den Menschen verändert. Also, bevor jemand mobbt, haut ihm einfach mal eine rein, aber Mobbing geht einfach gar nicht. Das solltet ihr lieber sein lassen, weil das ist einfach scheiße. Und ich bin auch, ja, also gut. Ich denke mal, das ist halt so ein Thema. Ja, das ist eigentlich ziemlich eindeutig. Die, wo Mobben sind scheiße, aber die andere Frage ist doch, was ich mir gerade so denke, so warum mobben die eigentlich? Ich meine, man sagt dann immer so, ja, die haben halt selber Probleme und die müssen die anderen auslassen. Aber ist das wirklich der Grund oder es gibt natürlich auch noch andere Gründe, wieso gemobbt wird? Aber ist das denn jetzt der Grund oder jetzt, warum ist da unten hell? Das ist so sinnlos, dass gerade da unten hell war. So. Jo. Na gut, ich gucke jetzt hier erstmal. Ich baue mal nochmal sowas ab. So, also Mobbing wäre halt dieses Thema auch. Was haltet ihr von dem Thema Mobbing? Ist das in euren Augen überwertet, unterbewertet? Ist das. Wie ist das? Wie findet ihr es? Habt ihr schon mal gemacht? Habe ich ja alles schon gesagt, ne? Einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich interessiere mich da voll dafür. Und apropos Kommentare, ich lese mir eigentlich immer alle durch, was ihr so schreibt. Und ja, wenn ich euch irgendwie helfen kann, ich helfe immer gerne. Ich bin so ein Mensch, der hat Spaß daran zu helfen. Und das kann ich auch vom Mobbing. So, dass ich so gemerkt habe, so scheiße, das ist richtig kacke und verdammt nochmal, das muss aufhören. So. Und ich will lieber Menschen helfen, als sowas anzutun. So. Deswegen helfe ich da jetzt gerne und bin da auch bereit, irgendwie irgendwas zu tun dafür. Ich meine, kann von den Leuten ja nicht verlangen, dass es ist halt einfach hart. Die Welt ist hart und
Tja, jeder kann sie ein Stück besser machen und machen das die meisten nicht. So. Das war so auch so eine Sache, worüber ich mal reden wollte. Schreibt es in die Kommentare, was ihr so vom Mobbing haltet, und ich würde mich interessieren und jetzt so durchlesen. Hier alles. Okay. Das müssen frei machen hier. Okay. Gut. So. Also. Gut. Dann kommen wir schon gleich zum nächsten Thema und zum letzten Thema für heute. Und zwar ist das Thema Drogen. Ja. Wir alle wissen, was ich meine. Also, und wenn man jetzt Drogen hört, denkt man erst an so Spritzen und was weiß ich für Tabletten. Aber ich meine jetzt Drogen im Allgemeinen. Nicht nur irgendwelche Spritzen und Tabletten, wie gesagt, sondern genauso Alkohol und Zigaretten. Und hatte eh so eine Ordnung für sich, wie er es einstuft. Ich meine, viele, die Raucher zum Beispiel, sagen dann so, zum Beispiel Zigaretten sind gar nicht schlimm, Alkohol ist schlimmer. Und der Rest ist am schlimmsten zum Beispiel. Und jeder macht das für sich so eine Ordnung, oder was man nehmen würde, was man nicht nehmen würde. Bei mir ist es ganz einfach. Also, Rauchen würde ich nicht machen, weil es einfach, es ist unnötig, es bringt dir nichts, es kostet nur mordsmäßig Geld. Deswegen bin ich gegen Rauchen. Wer sich es unbedingt antun will, diese Geldverschwenderei, kann sich das gerne machen. Und da habe ich nichts dagegen, also gegen andere Raucher habe ich nichts, aber ich bin selber so, ich würde mir keine Zigaretten kaufen, weil es einfach, das kostet nur Geld. Ich meine, das ist unnötig. Dann Alkohol, das ist schon eher da, dass wenn ihr jetzt Alkohol trinkt, dann hat das einen Effekt, also merkt was davon. Ihr wisst wieso und es bringt euch irgendwas. Also es bringt euch natürlich nicht direkt was, aber es hat einen Effekt. Es hat so diesen Effekt, dass ihr zum Beispiel, dass ihr lachen könnt oder dass ihr gut drauf seid. Und eben dieser Effekt ist bei Alkohol wichtig, bei Zigaretten eventuell, dass sie auch eben manchmal am Anfang so einen kleinen Effekt haben und später dann halt, wie Raucher sagen, sie machen beruhigen oder so. Wenn ich das eher nicht verstehe, aber vielleicht wegen Nikotin. Auf jeden Fall sowas. Aber so bin ich jetzt zum Beispiel. Dann gibt es noch andere Drogen, wie zum Beispiel, habt ihr dann diese Debatte über Marihuana. Und also wenn ich jetzt schaue, wie bin ich drauf, dann sage ich, also meiner Meinung nach sollte Marihuana legalisiert werden. Denn erstens, das ist jetzt nicht nur so, dass wenn man es rauchen will, soll es legalisiert, sollte allgemein, weil jetzt überlegt mal, es gibt ja diese ganzen Drogen- und Dealergeschäfte und so. Und ja, das die dienen natürlich auch sehr viel mit Marihuana, weil das da ist die Nachfrage ja größer. Jetzt bin ich wieder runtergefallen. Da ist die Nachfrage eher größer, weil das nicht so hart ist. Das ist ich schuf das auch eher so ein bisschen niedriger ein, so wie sagen wir Rauchen oder Alkohol. Auch das ich schuf sogar unter Alkohol und Rauchen, weil durch Marihuana ist sind vielleicht also es sind gibt es noch keinen nachgewiesenen Tod durch Marihuana. Durch Rauchen schon, durch Alkohol gibt es Rauchen und Alkohol gibt es schon Millionen. Durch Marihuana eben noch nicht. Das liegt nicht daran, dass es so unpopulär ist, sondern wirklich daran, dass es einfach nicht so gefährlich ist. Und ich habe auch mich darüber erkundigt, so auf Wikipedia und so. Es Nikotin macht süchtig, abhängig. Und Marihuana ist natürlich wir können natürlich von allem süchtig werden. So dass ihr nicht damit aufhören könnt. Zum Beispiel Computer. Ich meine, Computer sind keine Suchtstoffe drin, aber trotzdem kann er euch süchtig machen. So, ich bin jetzt zum Beispiel auch computersüchtig, bis zum gewissen Grad. Ich bin jetzt nicht so ultrasüchtig, aber natürlich bin ich auch computersüchtig, internetsüchtig. Und so in der Hinsicht kann Marihuana natürlich auch süchtig machen, indem ihr einfach so viel nehmt, dass ihr
Immer ohne das Stimmkind sozusagen. Aber es hat halt nicht sowas wie bei Nikotin, dass ihr das raucht und dann sind da Stoffe drin, die darauf abgesehen haben, es euch süchtig zu machen danach. Und das ist eigentlich auch, dann ist es nicht giftig. Es ist nicht so, dass ihr davon, dass es so krasse Nebenwirkungen hat. Es gibt natürlich auch kleine Nebenwirkungen, aber wie gesagt, keine Tode. Die Nebenwirkungen sind dann halt zum Beispiel Übelkeit. Wenn ihr zu viel, dann ist es euch halt schlecht. Auf jeden Fall. So, dann, das ist nicht giftig, also ihr könnt es auch essen, wenn ihr wollt. Hat es natürlich nicht so einen Effekt, wie wenn man es raucht, aber kann es natürlich auch essen, habe ich mir auch. Und wenn ihr zum Beispiel denkt, Speed, wenn ihr Speed nehmt oder Acid, dann hat es total krasse Nebenwirkungen. Zum Beispiel, wenn ihr LSD nehmt, dann kriegt ihr Halluzinationen, Angstanfälle, sowas. Bei Speed, da könnt ihr, merkt ihr nicht mal, was ihr erschöpft seid, heißt, ihr rennt einfach immer weiter, also ihr fangt an zu rennen und rennt immer weiter, bis ihr nicht, eigentlich nicht mehr könnt, aber ihr rennt da weiter. Was dann heißt, dass ihr irgendwann einfach nur kollabiert. Und das ist halt auch das Problem, warum Speed so schlimm ist. Und hat alles so seine eigene, wow, Loch in der Decke, hat alles so seine eigene Nebenwirkung von den ganzen Drogen. Und so eine krasse Nebenwirkung wie das Ecstasy, ich weiß nicht, ob es Ecstasy war, aber ich glaube, Ecstasy ist, dass ihr denkt, ihr könnt fliegen und springt dann das mal aus dem Fenster. Aber bei Weed ist es halt nicht so krass. Da würde es mich gerade auch interessieren, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Weed und Hanf und Marihuana, Cannabis? Was ist da der Unterschied dazwischen? Das sind alles unterschiedliche Namen, ist es einfach nur eine Namenssache? Oder gibt es auch wirklich einen richtigen Unterschied dazwischen? Zum Beispiel, das eine, das sind die Blätter, das andere ist der Stiel oder so. Hallo. Cool, haben wir jetzt hier. Sehr schön. Aber ich muss jetzt mal kurz. Sehr cool. Ein bisschen Lazuli. Und also ich finde, ich stufe das dann eher so ein, so als erstes kommen also das, was halt nie jeder nimmt, so oder was jeder schon mal probiert, ist hier Rauchen und Alkohol, sowas. Dann eben Weed, Marihuana oder wie man es nennt. Und dann die harten Drogen. Und zum Beispiel bei mir ist die Grenze, ich würde niemals harte Drogen nehmen. Ich würde keinen Speed nehmen, kein Acid, kein LSD, sowas. Würde ich nicht machen. Aber Gras ist was anderes. Da würde ich, bin ich eigentlich auch immer dabei. Also, ne, das ist jetzt nicht so. Da bin ich nicht abgelehnt dagegen. Und als gegen andere Sachen. Und das ist halt auch so. Da gibt es natürlich immer diese Ablehner, die wollen gar keine Drogen und so, aber irgendwie sind Drogen ja auch nicht so schlecht, also fürs Wohlbefinden. Und naja, ich kann euch auch schon sagen, wo mir Drogen eigentlich geholfen haben. Zum Beispiel, wenn jetzt eure Freundin mit euch Schluss macht und oder euch was richtig Schlimmes passiert. Und bei mir ist es so, ich bin schnell dabei, dass ich mir denke, ich will mir was antun und ich weiß nicht, irgendwas so in der Richtung. Und da hat es mir schon oft geholfen, wenn ich dann einfach gesagt habe, jetzt warte, jetzt muss ich erstmal überlegen. Jetzt. Und da habe ich mich sozusagen mein eigenes Ding. Wie gesagt, so, ich trinke jetzt erstmal was. So, weiß nicht, was Starkes, Hochprozentiges. Und dann, wenn ich morgen früh aufstehe, lasse ich mir das nochmal genau durch den Kopf gehen. Habe ich dann gemacht. Dann am nächsten Tag einen Mordskater und gemerkt, verdammt, da war ich kurz davor, richtige Scheiße zu bauen. Und gut, besser, dass ich es nicht gemacht habe. Gottverdammter Gravel. Also in der Hinsicht helfen Drogen ja auch, dass ihr euch dann einfach damit beruhigt, wenn ihr mal richtig Scheiße drauf seid.
Sollte natürlich keine langfristige Lösung sein, sondern eben nur so kurzfristig, wie ich gerade gemeint habe. Dass sie immer sowas zur Überbrückung von einem Schmerz oder so. Und dass ja halt wieder besser drüber wegkommt und dass ihr keine Scheiße baut. So. Dafür sind die eigentlich schon gut und solange das nur für so nicht so richtig dauermissbraucht wird, finde ich das eigentlich okay, wenn man sich das sowas reinzieht. Damit, wenn man sich mal betrinkt oder so. Da ist es dann schon wieder in einer anderen Richtung krass, wo man sagt, so was darf gar nicht sein. Aber es sind halt auch so eben harte Drogen, die das wirklich ausmachen. Was so scheiße ist, sowas wie Acid voll dagegen. So. Und ja, ist halt nur die Frage. Naja, jetzt einmal, was haltet ihr davon? Was nehmt ihr so? Wie ist eure Rangordnung so? Wie gliedert ihr das? Und ja, warte mal. Perfekt. So. Und wie steht ihr zu der ganzen Sache? Dann habe ich ja noch gesagt, vorhin, warum sollte man sowas nur Gras, Hanf, keine Atemdrogen wie Speed oder so, warum sollte man das legalisieren? Gut, selbst wenn jetzt sowas wie Speed oder so legal wäre, ich würde es mir nicht kaufen, ich würde es nicht einnehmen, das ist schon mal ganz klar. Schon rein deswegen. So. Aber es geht halt darum, dass es gibt diese Verbrecherbanden. Und diese bösen, bösen Verbrecherbanden, die sind scheiße. Die machen das halt alles so für Geld und wisst ihr, was ich meine? Mit dem Geld und alles. Und jetzt denkt mal nach, wenn das legal wäre. Und die machen ja eigentlich nur das große Geld damit, weil das eben illegal ist und die es dann besorgen und was weiß ich. Und wenn das jetzt legal wäre, dann wäre das ganze Geschäft ja weg. Das Geschäft wäre einfach weg, weil eben alles im Laden frei erhältlich wäre. Jetzt überleg mal, wenn das Geschäft weg wäre, dann wird es sich für die auch gar nicht mehr lohnen, das eben zu machen. Im Endeffekt heißt das, die Dealer würden verschwinden. So einfach. Und ja, meine, wäre das nicht irgendwie geil? Und dann wären eben die Verbrechen auch gleichzeitig damit weg und all das. Gut, es gibt natürlich wahrscheinlich dann immer noch irgendwas, was dann eben illegal ist und was dann, aber eben dann würde es mit den Drogen aufhören. Die Mafia, Drogenmafia. So, das wäre ein Schlag für die ins Gesicht. Ja. Und natürlich, die wollen das natürlich auch nicht, dass es legalisiert wird. Die wollen es weiterhin schön ganz, ganz teuer verkaufen. Und nicht, wenn es legalisiert ist, dann können die ja nichts mehr machen. Dann ist es eben nicht mehr so teuer, nicht mehr so gewinnbringend. Dann haben sie halt verkackt. Aber deswegen bin ich halt auch sehr für diese Legalisierung. So. Und ich denke, da wird es schon was bringen, wenn man da mal was macht. Jetzt erstmal hier wieder das Loch zumachen. Erstmal. Das mache ich dann später wieder auf. Lol, die Uhrzeit. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon spiele. Aber es wird schon länger, deswegen mache ich auch gleich wieder Schluss. Wie steht ihr dazu? Zur Legalisierung der Mafia-Kacke da. Und also ich wäre auf jeden Fall dafür, harte Drogen weiter illegal lassen oder legalisieren, das ist mir egal, weil ich würde es sowieso nicht nehmen. Und ich denke, es ist nicht so, dass nur weil der zum Beispiel Crack oder so legalisiert ist, es würde trotzdem, vielleicht würden es ein paar ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass es dann anfängt, jeder zu nehmen. Weil Leute, ganz ehrlich, ich würde es auch nicht nehmen, weil es ist einfach, es ist widerlich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel unbedingt es probieren will, dann würde ich, hätte ich bestimmt, könnte ich mir bestimmt auch irgendwelche Wege finden, es zu besorgen. Also es gibt immer irgendeinen Weg. Aber was ich will, ist halt auch einfach nicht. Es ist halt auch eine Frage von dem Wollen. Und wenn man da noch selbst durchblicken kann, so was will man, was will man nicht, dann ist das eigentlich auch kein Problem, wenn man sowas legalisiert. Dass wir es hier erstmal abspülen wieder. Deswegen denke ich, dass
Legalisierung von solchen Sachen auch ein Vorteil hat, sehr viele, vor allem bei Gras. Also bei Gras hat es sehr viele Vorteile, denke ich. Da könnte man sich ruhig mal überlegen, ob man da nicht mal irgendwie was verändert. Gut. Dann werde ich mich mit diesem und ich werde sagen, ja, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet und so weiter. Dann verabschiede ich mich jetzt herzlich von euch und ja, ich freue mich dann auf die nächste Episode mit euch. Bis dann und auf die Kommentare freue ich mich natürlich auch und auf alles, was und auf jeden einzelnen View. Über jeden View freue ich mich. Wenn ich über 10 Views sind, bin ich schon überglücklich. Und wenn ich dann noch sehe, dass Kommentare geschrieben werden, ist alles super. Also, bis dann, ciao.